Willkommen zu Let's Play Terraria Part 27 mit mir. Und Hässlig. Hallo, ich bin Hässlig. Ja, was bist du? Ja. Und das hier? Pink Dungeon Table. Bow Statue. Obsidian Brick. Banner. Warte, Necromantic Sign. Marching Bones Banner. Okay, gut, der ist hier, der Banner. Übrigens, die Banner, die vier Banner, die dort hängen, sind übrigens meine, ne? Wo? Die Banner, die dort umhängen. Ja, ich weiß. Wir würden übrigens mal bald anfangen mit der Hall of Fame. Aus was bauen wir eigentlich die Hall of Fame? Ich wäre dafür, wenn wir die aus Bronze Bricks bauen würden. Ich wäre dafür, dass jeder seine eigene baut, so. Einer links vom Haus, einer rechts vom Haus. Nein, nein, ich wäre dafür, dass wir die wirklich zusammen, dass wir wirklich einen zusammenbauen, weil das ja ein Together Let's Play ist. Deshalb. Darum geht's mir. Ich finde es aber cool, wenn jeder halt eben quasi so einteilt, weil man halt eben auch im Let's Play so ein bisschen Konkurrenz hätte. Weil es auch lustiger macht. Oder. Okay, aber ich meine auf jeden Fall, also hast du noch Bronze? Also ich meine Bronze, Ohr. Ich meine Kupfer. Das brauchen wir eh nicht mehr. Kann ich das benutzen? Ja, wollte gerade sagen, guck einfach, meine Kisten kannst du haben. Ich brauch's ich nicht. Kupfer, ich würde meins gerne aus Kupferstein machen und du wahrscheinlich nicht, ne? Wie ich mal brauche. Doch. Was die noch Amethysten? Was doch so scheiße, Alter. So, was wollen wir diese Folge machen? Wollen wir dann diese Folge die Hall bauen? Oder wollen wir diese Folge eventuell nochmal zum Dungeon zusammen mal? Also ich baue jetzt auf. Also ich würde dafür. Ich baue jetzt mal gerade meine. Ich fange auf jeden Fall schon mal an, meine Hall of Fame zu bauen. Okay. Ich auch. Dann ist die Frage: Brauchst du links oder brauchst du rechts? Ich baue, glaube ich. Ich baue mal links. Okay. Ich hab Molten Helm. Ich hab irgendwas machen wollen. Ich hab irgendwas an meinen Kisten. Ah ja, ich wollte meinen Obsidian suchen. Kann ich mir auch ein paar Fackeln von dir klauen, die 56? Du hast irgendwo deinen Kisten nochmal 56. Ja, Fackeln kannst du dir auf jeden Fall holen. Ich hab auch irgendwas. Du hast viel zu viele. Ich hab hier auch noch 86, also Fackeln kannst du ruhig haben. Ah, hier ist noch mehr Kupferohren. Hast du vielleicht mal mein Dings gesehen, mein Obsidian? Müsste doch eigentlich da sein. Ah, ich hab's gefunden. Warte, dann kann ich mal gerade in die Erdfeuerkiste, hier sind Bomben. Ich geh mal kurz Stein farmen, ist auch ein paar. Was? Geh mal kurz Stein farmen, willst du auch ein bisschen? Warte, benutzt du momentan deinen Leuchtehelm? Momentan nicht, weil ich habe ja meine ganzen Feuereffekte. Kann ich ihn kurz haben? Ja. Da. Bart. Guck mal, ob das auch funktioniert. So, hüpf. Ich hoffe übrigens, dass in dieser Folge der Sound etwas besser ist. Deine letzten zwei, der Herr Saften. Ja, ein neuer Guide. Wo ist der? Okay. Jen? Habe ich mich gerade geärgert, dass wir den nicht haben, weil ich dir was fragen wollte. Ja, was ich mal gerade, also mal gerade machen kann. Was? Ich will mal gerade ein wichtiges Item zeigen. Gerade, wo ist er denn? Also ich zeig das auf jeden Fall mal. Ein wichtiges Item, dass wir uns demnächst versuchen zu craften werden. Und zwar Crafting, dann mache ich mal hier Pixie das rein. Und zwar geht es mir ja um die hier. Gib mir mal kurz einen Pixie. Gib mir mal, wenn du fertig bist, kurz einen Pixie, dann zeige ich das auch kurz. Die Fairy Bale. Cool. Und zwar die sorgt dafür, dass eine leuchtende Fee einen hinterher fliegt. Hier das. Wir verschiedene Farben haben. Dafür brauchen wir eine Bell. 80 Pixie, das ist eigentlich recht einfach. Soul of Light vom Heiligen Untergrund, ja. Sword of Sight von einem Endboss.
Und die ist eigentlich recht einfach zu bekommen. Das einzige Problem ist so. Nur, das einzige Problem sind eigentlich die Essenzen. Die Essenzen, sag ich schon, die Seelen. Weil Seelen ja. Hat man eigentlich durchgehend zu wenig. Ich gehe jetzt mal, Oder was hast du vielleicht noch irgendwo Stein liegen? Keine Ahnung, musst du gucken. Ich gehe jetzt mal noch mal kurz in die Hölle und fahre da ein bisschen Hellstone. Hellenstein. Nachher war ich vorhin. Ich habe den Mage gefunden. Cool. Haben wir Waffenfrei zu Hause? Was? Guck mal kurz. So, der verkauft hier so ganz nices Magiezeug. Ja, warte, hast du gerade genug Geld dabei? Kannst du dann für uns beide mal gerade eine Bell kaufen? Okay, würde gerade sagen, der verkauft auch die Bell, die kaufe ich gerade schon mal sicherheitshalber. Und einen großen Mana Potion hat er auch. Davon kaufe ich mir auch mal kurz 3 auf Reserve. Ein Eisstab. Der verkauft großen Mana Potion? Ich dachte, die kommen nicht mit Waffen. Der verkauft die aber auch. Und die. Guck, damit kann man so eine eigene Musik machen. So, der Kerl gammelt hier erstmal noch kurz rum. Was wir auch demnächst mal machen, so. Ist, Jan, wir graben uns ein bisschen nach oben. Ja, wir graben uns nach oben. Ja. So, willst du vor, in deinen Kisten komplett nachzugucken, wo ich mir immer graben müssen? Feine, irgendwo aufstehen. Mach das am besten mit Bomben. So. Nein, weißt du. Warte, hab ich. Ich hab Geld. Ja. Nein. Und mehr. Ich möchte dein Gel. Ich möchte deinen Penis. Was? Schwul. Ausrufezeichen. Schwul. So als Frage nicht so wie so eine Frage betont, aber dann so. Ausrufezeichen. Ach ja, ich muss kurz meine Maus umstellen. Ja, jetzt habe ich sie wieder richtig. Warum ist es behindert? Ja, ich bin irgendwie so dumm. Warum? Bald so ist! Fertig aus! Nein, das ist nicht dumm, es ist sinnvoll. Das kann dir jeder halbwegs vernünftige Mensch sagen. Ja, siehst du, ich bin nur viertelwegs vernünftig. Irgendwann meint es immer letzt. Halt die Fresse jetzt. Nö. Bla 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 bla. Ich würde das eher nicht machen. Aber ich würde sagen, so wenn du so Sachen wie Kupfer. Was ich aber sagen würde, was du einfach machen kannst, ist einfach, wenn du das machst, einfach nur das Bild aufnehmen und dann einfach einen Zeitraffer machen so und dann irgendwann eine Folge dranhängen. So. Da. Ich hab eine Idee für ein Gesprächsthema. Was? Ich hab eine Idee für ein Gesprächsthema. Aha. Und zwar verschiedene Arten und Weisen, die es gibt, um Videos auf YouTube zu machen. Interessant. Weil das meine Idee war, würde ich mal sagen, ich moderiere das jetzt alles und sage mal am Anfang, fangen wir doch mal an mit Let's Play. Ja, wenn ich rede, muss ich mal noch welche Let's Play.
immer so lange fangen mit Let's Plays an. Was für verschiedene Arten und Sorten gibt es denn, um Let's Plays zu machen? Wäre einmal Let's Plays wie dieses hier, solche Endlos-Dinger, die dann irgendwann bei 1000, mittlerweile dürfen es, glaube ich, 2000 sein, fast bei Gronkh, oder? Nee. 1800, ne? Ihr wisst, was ich meine, solche extrem langen Let's Plays von solchen Endlos-Spielen. Und halt solche Spiele, die ein Ende haben, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall Mirror's Edge oder bei Jen jetzt gerade Portal. Ja, also, mein Portal ist vielleicht ja momentan pausiert, weil ich da Aufnahmeprobleme hatte und jetzt momentan auch so ein bisschen mehr am Stress bin und gerade nicht so Bock drauf habe. So, und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, und zwar solche Spiele, die solche Spiele jetzt, ich weiß nicht, wie man das benennen kann, in der Art von TTT. PvP. Ja, genau, sowas halt. Und das andere sind auch, sind nicht mehr auch eigentlich im. Survival Games. Ja, und das andere, was du gemeint hast, sind eigentlich auch nicht im Dings. Enden-Let's Play, das nimmt man eigentlich einfach ganz normal Story-Let's Play. Ja, sowas. Sowas halt eben solche normalen Spiele, die halt von den. Ja, Mr. Vortrag und keine Ahnung haben. Es ist halt, nee, es ist halt klar, was du meinst, ne? Meine, ich bin so langsam. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich Steine farmen, ne? Und ich bin so schlau und gehe in keine Höhe rein. Ja. Ja. Also, Adrian, also du farmst Stone und ich farme Hellstone. Dann gibt es noch die Möglichkeit bei diesen Spielen, bei den PvP-Spielen, sowas in der Art, gibt es halt noch die Möglichkeit, das so zu machen, dass man, oder bei solchen Sims-Spielen, wie, was weiß ich, dieses, oder Flash-Games, genau, solche Flash-Games, so wie dieses Golf-Spiel, oder Hexborn oder so, keine Ahnung, so ein Scheiß halt, wenn man sowas macht und dann halt eben, zwar alles aufnimmt, aber nur die Hälfte ins Video reinbringt. Und das nennt man dann Best-of. Momente sind. Was? Das nennt man dann Best-of. Ja. Ja, ich erkläre, du erklärst die Namen, okay? Hanni, du erklärst, ich verbessere dich, weil du keine Ahnung hast. Ja, das ist ein gutes System, ne? Du sollst mal das öfter machen. Das ist jetzt eine neue Art von Video. So, dann. Und zwar davon. Und zwar, Jan, was findest du denn von diesen Arten und Weisen eigentlich am besten? Jetzt einmal als, wenn man es selbst macht, und einmal als Typ, der das, und einmal als derjenige, der das halt schaut. Was davon findest du am besten? Ich finde an sich eigentlich alles extrem gut. Einzige, was ich nicht ganz so mag zum Anschauen, sind die Best-ofs. Ja, ich finde die eigentlich am besten zum Anschauen, allerdings sind die extrem scheiße zu machen. Das ist extrem stressig, wenn du da ein 5-Minuten-Video oder so haben möchtest, dann musst du mal eine halbe Stunde aufnehmen oder so. Ja, nee, ich finde Best-ofs gut, wenn es halt eben dann zum normalen Let's Play zum Beispiel jetzt einmal als Beispiel von den ganzen Leuten, das hier folgt, wenn zum Beispiel bei der 100. Folge danach nochmal so ein Best-of von 100 Folgen bringt. Ja, aber ich meine, wenn man so Best-of als festes Format hat, also jetzt nicht so, macht halt eben eine Videoreihe und diese Videoreihe wenn die zu Ende ist, dann macht man Best of, sondern als festes Format, wenn man halt eben immer ich weiß wie gesagt, ja, ich weiß, das aber halt eben, wie gesagt, das, was mir nicht so gefällt zum Anschauen. Weißt du, was auch lustig ist, wenn es dunkel ist, dann hältst du den Abbau und dann hell wird, weil Lava rauskommt. Und was ich allerdings finde, wenn man so ein Best-of-Format hat, finde ich halt eben extrem gut, wenn man nicht nur das hat, sondern auch halt nebenher noch so ein Projekt, wie zum Beispiel jetzt Hivo oder das Mega-Projekt, jetzt zum Beispiel war. Ja, das sind eigentlich recht gute Beispiele. Ich finde, die beiden sind einfach gute Beispiele für alles. Und, was ist das Schlechteste, was du gesehen hast? Nenne ein Beispiel.
Ja, was denn? Das ist doch eigentlich deine Aussage. Gute Beispiele für alles. Ich weiß, dass das Fieder irgendwo unten ist. Da ist es. Wie zum Beispiel, wenn man es jetzt so macht, das ist ich, dann hat jetzt, keine Ahnung, am Donnerstag bringt man, ja, jedenfalls sagt man Donnerstag und nicht Donnerstag. Wenn man, so, jetzt muss ich mich nur noch ein bisschen heilen. Bringt man dann zum Beispiel so einen Best-of-Ding, Mist, Scheiße, Crap. Und wenn man dann zum Beispiel am Shitwoch oder Mietwoch oder wie auch immer, scheißegal, dann ja, man sieht, ich kenne mich mit der deutschen Sprache, was Wochentage angeht, sehr gut aus, bringt man dann ein normales Display oder. Ja. Wie viel Headstone habe ich jetzt eigentlich? Das wäre immer eine gute Frage so. Guck mal, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt weg von den Let's Plays, gehen wir mal zu was anderem. Die Vlogger. Was findest du gut an Vlogs, Jan? Video. Nee, was ist denn. Wer ist denn dein Lieblingsvlogger? So, fangen wir mal damit an. Habe ich nicht so wirklich. Ich bin nicht wirklich ein Mensch, der so großartig Vlogs schaut. Aber sagen wir es so, ich mag Vlogs, bin aber kein Fan davon. Ja, genau. Ebenfalls. Also wenn die Vlogs ein bestimmtes Thema verfolgen, dann ist es gut. Wie jetzt zum Beispiel, es geht ja auch davon verschiedene Unterarten. Zum Beispiel News, wie jetzt zum Beispiel Mr. Trashpack oder The Floyd. Oder es gibt irgendwie viel zu viele Leute, die YouTube-News machen. News sind aber keine Vlogs. Ja, ich habe jetzt 100 durch 4 ist 25. Das warte, wie viel hält schon rum für einen Barren? 4 oder 3? 3. Was? 3. Okay, 100 durch 3. Das ist 33. Ja, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich bin schon wieder die ganze Zeit lang gelaufen, ohne irgendwelche Steine anzusammeln. Muss ich einmal durch die Verdammnis durch. So. Ich chill hier immer noch so ein bisschen durch die Hölle und farme Headstone. Ich finde das Wandering Eye ist eigentlich der lustigste Mod. Weil es einfach so ein Universum, ja. Mr. Wikipedia. Weißt du gerade, wie viel Barren ich für den Molten Helmet und den und die Molten Shoes brauche? Ich glaube, für das eine 50 und das andere 20 oder so. Okay, das sind dann zusammen 35 also plus 20 sind 55. 55 mal 3 ist 150, 160, 165. Gut. Okay. Oh nein, Jan, ich laufe gerade durch den Dschungel. Aha. Oh, was sind das für Dinger? Flying Fox? Ich glaube, kann es sein, dass Flying Fox hier, wie heißen die Flughunden sind? Die sehen nämlich so aus. Die sehen aus wie Zubat. Und Zubat ist dein Flughund. Ja. Ja, ist so. Zubat ist keine. Zubat ist. Das war die Turtles. Die Turtles. I like Turtles. But I'm playing Terraria, so I fucking hate Turtles. I fucking hate Turtles. Bitch. So, was gibt's noch für Arten von Blogger? Deutsche Leute, die sich einfach nur der Welt mitteilen. Wenn sie das gut machen, finde ich es gut. Wenn sie es scheiße machen, dann finde ich es mal scheiße.
Die Frage ist halt eben auch, ab wann ist der Unterschied zwischen Vlog und Comedy? Ja, genau. Halt auch. Doch, aber nur die, die du auch mit den normalen Spitzhacke bauen kannst. Weil du ja sonst. Weil du ja sonst einfach Spitzhacken übergehen könntest. So, nur. Hey. Oh, 265 Steine dürfte erstmal reichen. So, was gibt's noch für Arten von Blocks? Mir ist jetzt von dieser Art nur einer bekannt, allerdings die totalen Arschlöcher. Vlog. Wer hat das gesagt? Ich war's nicht. Ich hab Husten. Ich hab hier so einen riesen. Ich hab hier so einen riesen Zubat-Teil. Fledermaus, genau. Ja. Flughund, immer noch. Nee, Quatsch, warte, ich glaube. Ja. Ich kann Pokémon. X-Pad ist ein und X-Pad ist ein Flughund. Oder so, ja. Keine Ahnung. Kann sein. Nein. Reicht. So. Ich fänd's auch schön, wenn ich mir nochmal eine Shadow Chest. Ah, da unten ist eine. Okay. Random Shit. Nein. Dann, was gibt's noch für Arten von Blocks? Eigentlich nichts mehr. Naja. Dann, was soll ich extrem gut an Dings finde? Auf Dingsbaum. Wenn man, wenn man, mein! Ich hasse diese Giant Slides. Was habe ich gerade gesagt, was ich an was finde? Irgendwas über, was du cool an irgendwas mit Vlogs. So. Naja. Ich hab einen Manic Flashment. So, dann als nächstes sagen wir einfach mal Comedy. Comedy? Die Videos, ne? Die 3-4 Minuten Videos, wo es halt auch viel zu viele Leute von gibt. Ich hab das. Cool, ich hab das Feuerteil. Ach du, das Feuerteil kann man inzwischen auch lenken. Ja, denk dran, ich hab für dich eine Belle gekauft. Ja. Hab ich nicht genug Geld, wie gerade gekostet? Ein Gold. Du hast kein Gold? Nein. Ich hab allein 8 Gold bei mir. Das ist aber ja, warte. Ich weiß, wir beenden die Folge auch, sobald ich mein Zeug zusammen habe. Ah, oh Mist, nein. Ich muss nur noch. Nein. Was habe ich? Kein Zuhause. Nein, mein Steine. Meine Steine! Ah ne, komm, was war das geil? Jetzt haben wir jetzt hier unten, ich hab jetzt gleich genug Steine und super. Einigermaßen und mal so hier gerade. So, dafür brauchen wir nämlich ein Furnace. Für die Kupferbricks. Ich benutze meine Spitzhacke gerade einfach als Schutzschild gegen die Imps.
So, ich habe jetzt genug von dem Zeug. Dann gucke ich mal noch kurz, ob ich eventuell noch eine Shadow Chest im nächsten Tower finde. Und dann können wir eigentlich die Folge auch schon beenden. Ja, es gibt auch Copperbrick-Wände. Copperbrick-Wände. Nein, du weißt. Wo hab ich gesagt, links, ne? So, ich sterbe. Das ist schön. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt diese Folge. Jo. Sobald ich wieder lebe. Dann das war's dann von mir, Leonardo LP. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao. Peace out.